Rahmen der Motion Design Übung arbeiten wir mit dem Programm Adobe After Effects CC, was Teil der Adobe Creative Cloud ist. Also darin haben Sie dann auch Zugriff auf Programme wie Photoshop, Illustrator, Premiere Pro oder Audition. Leider ist After Effects standardmäßig auf Deutsch eingestellt und auch wenn wir aus der Creative Cloud, die quasi so das Hauptprogramm darüber darstellt, versuchen, das Ganze auf Englisch umzustellen, bleibt das Programm in Deutsch. Und das ist insofern ein bisschen blöd, als dass fast alle Quellen, die man im Internet findet, alle Tutorials auf Englisch sind. Deswegen arbeiten wir im Rahmen dieser Motion Design Übung hier mit einem englischen After Effects. Und ich zeige Ihnen kurz, wie Sie das umstellen können. Das ist ein bisschen eigenartig, wie man das machen muss. Sie sehen, hier ist jetzt gerade alles auf Deutsch. Und ich gehe jetzt hier in meine Festplatte, in die Windows-Benutzereinstellungen und dann in meinen jeweiligen Ordner, der heißt dann bei Ihnen natürlich so, wie Sie das genannt haben, dann in die Dokumente. Also hier oben dieser Dateipfad ist wichtig, C, Benutzer, dann Ihr Name und Dokumente. Und da lege ich jetzt eine neue Datei an, und zwar ein neues Textdokument. Und das nennt sich ae-force-english, also ganz wichtig, Englisch mit sh. Bestätige einmal mit Enter und das war es jetzt auch schon. Wenn ich jetzt auf After Effects klicke und das starte, dann kann ich jetzt hier schon sehen, dass hier Initializing Media Core und so weiter, das wird jetzt hier schon auf Englisch angezeigt. Und wenn wir das Ganze jetzt laden lassen, dann sehen wir auch, dass jetzt hier alle Begriffe in Englisch sind, New Project, Open Project und so weiter. Hier ist The Latest and The Greatest. Und dann fällt es Ihnen auch einfacher, entsprechende Tutorials von YouTube zum Beispiel mit dem Programm hier zusammen zu verwenden.